Hallo allerseits, Elpion hier und willkommen zu Part 37 vom Neptunia Sisters vs. Sisters Let's Play. Weiter geht's im Natural Tower. Und jetzt, ja, wo das Fundament, sage ich mal, in den vorigen beiden Parts gelegt wurde, werden wahrscheinlich die nächsten Natural Turm Parts doch relativ kurz werden. Weil dadurch, dass jetzt eben die ganzen Dungeons wirklich nur zufallsgeneriert sind, vom Layout her und Co., ja, wird es wahrscheinlich wenig Sinn machen, die jetzt alle zu zeigen, ne? Ich werde einfach dann nur die Schätze und Co. eben hier einmal zeigen, was dort eben alles bekommen wurde. Dies und das. Und halt die Level-Ups, man kennt es. Und sonst. Ja, ne? Oh, Celestia-Bengel. Das ist ein gutes Ding. Zumindest war das in den vorigen Teilen so. Ich denke, hier wird es nicht anders sein. Oh ja, oh ja. Die Frage ist natürlich, wem soll er das geben? Gut, die Mentalität leidet nur ein bisschen darunter, das ist halb so wild. Und die Genauigkeit, die hier, punktet nicht schlecht. Wollen wir es ROM geben? Warum nicht? Und hier, ja gut, das würde sich eher weniger lohnen. Ja. Ich habe einfach von denen 19 Stück. Ach du Schande. So viele Drops gab es von denen. Ist aber auch wieder krass, dass dieses Bengel wieder in jeder Hinsicht besser ist als das vorige. Die wird jetzt anders reinhauen, ne? Die wird echt alle Gegner zerlegen. Testen wir es mal. Oh, die sind neu. Ja, ich muss aufpassen. Es könnte Zeit werden. Die Dinger sind aber auch ziemlich aggressiv, ne? Je schneller wir die besiegt haben, umso besser. Oh. So ein bisschen. Das sind mit Abstand die gefährlichsten Gegner. Der Bengel. Ding, was soll man sagen? Aber gut, und jetzt ist HK und ui, noch ein weiteres. Oh, also wenn die Dinger das Celestia Bengel droppen, ich glaube, dann wäre es keine schlechte Sache, wenn wir die nochmal bekommen. Ui. Mal schauen, wem wollen wir das Celestia Bengel geben? Oh, die Vitalität von Juni ist gar nicht gut. Dann ihr am besten, ne? You've got to make sure you're well protected. Mind if I go first? Mal schauen, ob uns vielleicht hier noch so ein Kollege erwartet. Oder Kollegin. Oh, yeah. Too fast. I'll slow down, okay? Successful surprise attack. Nope, aber der ist neu. Bonbon Cheeky Bug. Ach ne, never mind. Ich bin blind. Die ist links von uns. Und der kleine Kollege ist auch neu, sehe ich gerade. Moment. Auch wieder hier noch ein Gegner.
Gentleman Thief Chocobi. Ja gut, die hat für ihn eingesprungen, wie es aussieht. Kann man auch machen. Okay. Okay. Das war vielleicht übertrieben. Best Ruffian Cat, okay. Nicht so rough wie der Mecha Peacekeeper. Uiuiui. Ui, ui. Oh ja. Und nice, nochmal ein Celestia Bengel. Jawoll. Das bekommt sie auf jeden Fall. Sollen wir schon was sagen, die Diskentwickler hier? Gut, die brauchen noch ein bisschen. Na komm, warum nicht? Ich mach kurz einen Prozess. Kann man auch machen. Haben wir eigentlich schon jemanden hier auf Max-Level? Ah, nee, also die weiteste ist, glaube ich, Noah, so wie es aussieht, und Ren. Aber gut, denen fehlen auch nur noch 4 Level, also. Ist so gut wie gegessene Sache. Ui, das ist. Master Steph. Alrighty. Ready to go. Mal schauen, was ist die Beschreibung? Der Stab des legendären Helden aus Louis. Okay, das wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Also so wie wir gerade richtig viel Level bekommen haben, könnten wir gerade unsere eigene Fabrik aufmachen, ne? Bei der Menge. Level up! I'm a little stronger now. Level up! Mind if I go first? I defeated Mr. Monster! I didn't even cry this time! Where are we? Sonst? Ja, nichts. Relativ linear. Das ist ein Final Fantasy 13 Level, oder? Okay, nee. Crystal Black. Was Neues für Juni? Fancy. This gun will give us fire superiority over any enemy. So man schon, was ist die Beschreibung? Eine Waffe mit einem schwarzen, durchsichtigen Körper. Ein Next-Gen-Kandidatmodell. Ja, was mit Current-Gen-Technik verbessert wurde. Ach ja. Okay, das ging schnell, wenn man da jetzt schon reingehen könnte. Lucky Mallet.
Ja, was soll man sagen? Einfach nur krass. Das macht eigentlich dann die ganzen Käufe von vorhin ziemlich hinfällig, ne? Wenn man eh sowieso dann alles hier kostenlos bekommt. Und das auch ziemlich gutes Equipment. Sind wir schon. Was? Ist das dein Ernst? Du kriegst keine Wünsche. Okay. Dieses Leben wird nicht einfach. Erinnere dich an das. Oder vergiss das nicht. Okay. Ja, danke, dass du das offensichtlich gesagt hast. Beziehungsweise, thanks for standing the obvious. So, you have chosen death. Schade. Ach, schon wieder ganz knapp da hinten, ne? Was hat's, Leiter? Was für ein Netgear? Oh, sogar extra HP. Uiuiui. Ja, krass. Oh, sieht doch ziemlich cool aus. Hat was. Mal schauen, was ist davon die Beschreibung? Mal schauen, ein Strahlenschwert, welches Designinspirationen von einer, ja, von einem Sturmgewehr hier nimmt. Okay. Und diese Waffe kann ziemlich, ja, hohe Angriffspower hier vorweisen. Ja, das sehe ich. Oh, ziemlich überschaubar. Lacio. Oh, die Kollegin, wir könnten uns vielleicht wieder ins Lacio-Bengel gehen. Ich probier's mal. Das ist nice. Uiui, zwei Level vom Max-Level hier entfernt. Dragonfly-Spear. Ja, besser in jeder Hinsicht. Perfect for skewering my enemies. Okay, mal schauen. Ein Speer, der angeblich so scharf ist, dass er einmal eine Libelle, welche sich ausruhen wollte, auf der Klinge in zwei geteilt hat. Okay. Was ein Ding? Mal schauen. Kommt schon der Boss? Fragezeichen? Ah, nein, nicht ganz. Okay. Stimmt, die sind auch fertig. This is the one. What? Are you tired? Sus. Are you tired? What? I hope there's something good inside. Oh, Code Blue. Nach Code Red kommt wohl Code Blue. Okay, so ein Ding ist das. Entweder das oder das. Mehr Angriff oder mehr Verteidigung. Na komm. I know just what to do with you. Mal schauen, Code Blue.
Ein Y-Exclusive, welches aus dem Feedback von allen Waffen, welche in Lestation hergestellt wurden, kreiert wurde. Okay. Alles klar. Das war neu. Oh, gleich zwei von denen. Uiuiui, dann noch zwei Level. I still need to get stronger. I'm excited to see what's inside. Okay. I wonder what's inside. Okay. Ja, die Änderungen sind jetzt nicht so massiv, aber noch extra HP dazu. Ja. I'll be able to help everyone with this. Fancy, fancy. Mal schauen, was ist die Beschreibung vom Holy Caduceus? Ein Cheat-Level-Stab, okay, welcher aus mystischen Materialien hergestellt wurde. Legenden sagen, es hat die Macht, selbst den Tod zu kontrollieren. Das ist krass. Wie genau soll man das jetzt machen? Stop staring at me. Ja gut, ne? Das können wir so nicht wohl rausholen. Das ist echt weird. Leave the directions to me. Na gut, weiter geht's. Geht fit, geht fit. Jawohl, ich habe mich schon gewundert. Would you like to save? Alrighty, wer ist als nächstes dran hier? Ah, die Kollegin, das könnte interesting werden. Believe in yourself and do your best. Leave it to me. I'll do my best. Ein bisschen tighter werden, weil die so flink ist. Aber mal schauen. Erstmal die Chain hochtreiben für Double Damage und dann werden wir die hoffentlich relativ schnell zerlegen. Perfekt, Double Damage ist aktiv. Ja, das war diesmal ein bisschen tougher, weil die einfach so flink war wie sonst noch was, ne? Uiuiui. Ja gut, auf zum nächsten. Naja, an der üblichen Stelle, ne? Den Fairy Pen, Diesmal ist der Gain nicht so massiv, ne? Boah. Na komm.
ready to go. Ein nächste Generation federähnlicher Stab entwickelt in Louis. Die Flügel weiten sich aus beim Aufprall. Okay, interesting. Ja, also nicht nur Red Bull verleiht euch Flügel, sondern ja, dieser Stab auch. Wobei das aber eine andere Art von Flügel ist, ne? Na? Was gibt's hier? I'm excited to see what's inside. Oh. Und N geht 13, okay. Wahrscheinlich Juni und Napier oder Juni und Noir, je nachdem. This gun will give us fire superiority over any enemy. So, mal schauen, die Junis benutzerdefinierte Schusswaffe, ja, hergestellt mit der Hilfe von Napier. Okay. Das O und N zeigt, dass es eben von Juni und Napier gemacht wurde. Okay. Den hatten wir noch nicht, ne? Das ist wahrscheinlich ein Heretical Devil Doggo, ne? Ja, Horned Heretical Doggo. Das ist fast das Feld, ne? Okay, das ist den Finishen. I still need to get stronger. I'm a little stronger now. Mal schauen, welches Level haben die denn jetzt alle? Alle sind, ja, pretty much. Yep, alle sind ein Level vor Max. Mal schauen, wenn ich Glück habe, dieser Kampf könnte es dann bringen. Jawoll. Damit sind jetzt ja, glaube ich, alle auf dem... Okay, fast alle. Mensch, Neppy, was soll das? Die sind nicht auf Max-Level da. Ah, da fehlt wahrscheinlich wieder so ein bisschen, ne? Will you lead the way? Ja, diesmal ein ziemlich großer Dungeon gewesen. Hier muss ich mich auch noch umschauen. Okay, ich würde sagen, holen wir uns mal die Trophy für Level 99. Let's go! Leave the directions to me. Ich mach kurz einen Prozess. Immer noch. Ja gut, ne? Dann halt noch einer. Jawohl. No favorites. Wir haben's. Mal schauen, was sagt die Disk-Entwicklung. Oh, fertig. Disk is all done. Wow. Why, this is... Wow. That's a good one. All right. Okay. Let's go with this then. Let's do this. Ich frag mich echt, wie viel hier noch fehlt für die 100k, ne? Kann ja nicht mehr viel sein. Yes. Let's develop this. Let's go ahead like this. Excited. If you're going to be slow, where are we? Das ist aber ein ziemlich großes Dungeon. Jump. I hope there's something good inside.
Are you tired? Why don't you take a rest and leave it to me? I'm excited to see what's inside. Oh, Eternal Aegis, okay. If you're ever lost, just check the map. Ja, heiliger Bimbermes, das ist ein Riesenareal, ne? Heiliger. Ja, kann man auch machen. Okay, mal sehen. Eternal Aegis. Hm. Ja, wobei, der Kompromiss ist jetzt nicht so massiv. Ja, also, hätte schlimmer sein können. Ich überlege gerade, was besser wäre. Wollen wir es so machen? Ach, warum nicht? Now I can adventure anywhere. Ja, was soll man sagen? Riesenareal hier gewesen. Aber immerhin ein neues Rüstungsteil für Römmchen. I'll wait for you. Die übliche Stelle. Oh, Big Hatchet. Was für Higurashi. Mal schauen. Ein großes Messer, angeblich dafür gemacht, um Baumwolle zu schneiden. Okay. Aber die Klinge ist viel zu riesig für diese Aufgabe. Ja. Das auf jeden Fall. Aber auch nur ein bisschen, ne? What's wrong? We're not there yet, you know. Okay, hier wäre schon das nächste Areal. Aber es geht ja noch hier weiter. Okay, diesmal ein bisschen kleiner gewesen. Mal schauen, wie der nächste ist. Ja. Oh, hier haben wir schon gleich direkt etwas. Okay, okay. Ja. Leave the directions to me. Metal G-Sword. Hm. Ja. Geht fit. I know just what to do with you. Ein Schwert, welches von einem Mädchen für Noir erstellt wurde. Okay. Es festzuhalten, erfüllt den Träger mit einem Sinn für Purpose, okay. Leave the directions to me. Oh ja, auch relativ klein gewesen. Where are we? Are you tired? Don't give me that look. I hope there's something good inside. Leave the directions to me. Hm, auch relativ klein. Something good inside. A treasure chest. I'm excited to see what's inside. What's inside. Moment, Pink Fairy Pen, haben wir den nicht schon bereits? Ja, haben wir. Hm, ja gut. Das ist schon ein Stückchen interessanter. I'll wait for you. We can go at your pace. I hope there's something good inside. We can go at your pace. Jump! Blue Fairy Pen. Mal schauen, was haben wir jetzt? Holy Cadaceous, okay. Hm. Für 2 und 5 jeweils. Ah, ich weiß nicht. Na komm, okay. Und hier wieder ein Next-Gen-Feder-ähnlicher Stab, entwickelt in Louis. Die Flügel leuchten in der Nähe von Magie, okay. Hm, okay, hier ging es schon direkt weiter. I hope there's something good inside. Oh, was I too fast?
Oh, jawohl. Disk developed? Wow. That's super so good. Wow. That's a really good one. Yes. Let's develop this. Let's go ahead like this. Excited. Yes. Let's develop this. Let's do this. I hope there's something good inside. Mind if I go first? Okay. Diesmal ziemlich klein hier. Come on, let's keep going. I hope there's something good inside. Oh, cursed wand. Follow me. Was für Alice? Mal schauen. Also ein schwarzer Stab, welcher die Kraft von unzähligen Monstern und Dämonen innehält. So böse ist es selbst von der Hölle gebannt. Okay. Was man dafür anstellen muss, dass man selbst von der Hölle hier gebannt wird? Hui. Ah, perfekt. Okay, das ist ein Doggo. Ich denke, der wird jetzt nicht so schwer sein, also... ja, hoffe ich zumindest. Naja, ich will das Ding aber auch nicht unterschätzen, weil es könnte auch ziemlich reinhauen. What's this? Mind if I go first? Sieht ein bisschen aus wie ein Metal Doggo, ne? Yeah! They may be strong, but if we fight like we always do, we'll be fine. Yeah, Heretical Grand Doggo. Okay. Dann gehen wir den Multiplikator hier hochtreiben und dann. Ja, auf den die Hölle niedergehen lassen. Oh, ich sehe gerade. Das wird, glaube ich, nicht nötig sein. Ja, gut. Ja, gut, ne? Ja, das war antiklimatisch irgendwie. Naja, na gut, dann speichere ich nochmal hier ab. Und dann geht's auf jeden Fall im nächsten Part dann weiter, ne? Wir haben jetzt 5 Bosse, glaube ich, insgesamt besiegt. Das heißt, voraussichtlich werden es dann noch 3 weitere Parts sein. 6 und 7 kommt im nächsten, dann eben 8 und 9 und zum Schluss 10. Mal schauen, wie der reinhauen wird, ne? Gut, die braucht noch ein bisschen, aber ist schon ein bisschen spät. Dann beende ich mal den Part. Ja, dann seid auf jeden Fall gespannt auf die nächste Folge. Und wie immer, bis zum nächsten Video. Bis dahin, see you.